Und zugeschaltet ist mir nun Nina Scheer, die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Guten Tag, Frau Scheer. Guten Tag. Das, was wir da heute im Bundestag gesehen haben, Robert Habeck, Steffi Lemke, beiden standen also Rede und Antwort, Ihr grüner Koalitionspartner. Welchen Eindruck nehmen Sie mit? Sind die Wogen jetzt geglättet? Also aus unserer Sicht, aus SPD-Fraktionssicht und auch bei den Grünen, hatte ich von vornherein nicht den Eindruck, dass es da etwas zu glätten gegeben hätte von der Sachlage her. In der Tat gab es ja aus den Reihen der FDP-Fraktion auch ein paar Fragestellungen im Vorfeld. Also insofern, die Fragen, die bestanden haben, ist jedenfalls von meines Erachtens von Koalitionsseite auf jeden Fall geklärt. Ich habe es von vornherein nicht ganz verstehen können, was hier überhaupt Stein des Anstoßes ist. Denn wir müssen ja auch bedenken, dass der Zeitraum, den diese Vermerke, die jetzt in der Kritik stehen, dass der Minister ihnen nicht gefolgt sei, der Zeitpunkt der Vermerke zeigt ja schon, dass das in einem politischen Umfeld war, in dem verschiedenste Expertenmeinungen und verschiedenste andere Analysen Gehör fanden und im politischen Raum diskutiert wurden. Und da gab es ja dann auch noch diese beiden Stresstests, die dann auch noch Einzug gewonnen haben in die Debatte und die auch Grundlage letztendlich dafür waren, dass man gesagt hat, und darum hat man ja auch recht stark gerungen, dass man dann noch mal 3,5 Monate Streckbetrieb macht. Also wir haben ja dann letztendlich eine Gesetzesänderung gemacht. Insofern ist es, kann ich überhaupt keinen Anknüpfungspunkt erkennen zwischen einem ministeriellen Vorgang und etwas, was dann hinterher entgegen von bestimmten Vorlagen entschieden worden wäre. Man muss aber trotzdem auch dann noch sagen, und das ist mir auch wichtig, das zu sagen, nicht jeder Vermerk, der in einem Ministerium geschrieben wird, ist geeignet, dann tatsächlich eine politische Entscheidung vorherzubestimmen. Man muss immer aus einem Gesamtbild heraus eine Entscheidung treffen. Und gerade wenn es um die Atomenergienutzung ging und geht, da muss man sagen, einmal haben die Vermerke ja von Prognosen abgegeben. Also es war jetzt nicht von einer zwingenden Entscheidung die Rede, die man aus der Faktenanalyse hätte zu treffen hätte. Und dann gibt es ja auch noch weitergehende Umstände, die man berücksichtigen muss. Das heißt einfach, was bedeutet es, jetzt nochmal über den letztendlich ja beschlossenen Streckbetrieb hinaus dann nochmal sich pro Atomenergie auszusprechen? Das hätte ja durchaus bedeutet, dass insgesamt in der Energiewende die Entscheidungen rückgenommen werden. Und das wäre auch politisch nicht vertretbar gewesen. Und es war sicherheitstechnisch, letzter Satz dazu meinerseits für die erste Frage, das war sicherheitspolitisch nicht geboten, über das hinauszugehen, was jetzt letztendlich ja vom Parlament auch beschlossen wurde. Frau Scheer, aber diese Diskussion, die jetzt wieder entbrannt ist, es lag ja auch daran, wenn alles so reibungslos gelaufen ist oder ordnungsgemäß gelaufen ist, das ist das bessere Wort, wie Sie es jetzt auch darstellen, wie die Grünen es darstellen. Warum hat dann das Wirtschaftsministerium so einen Hickhack um die Unterlagen gemacht und Cicero musste ja lange klagen dagegen, dass die überhaupt freigegeben werden? Also wenn alles in Ordnung ist, kann ich doch auch Akten freigeben. Dann habe ich auch nicht so eine Diskussion. Das entzieht sich meiner Kenntnis als Parlamentarierin. Ich kann nur bewerten, was in der Sache zu bewerten ist. Und in der Sache kann ich nicht erkennen, dass das, was jetzt ans Tageslicht gezogen wurde, egal zu welchem Zeitpunkt es jetzt zurückgehalten oder ausgegeben wurde, aber das, was vorliegt, das ist nicht geeignet, die Konsequenzen, die dann gezogen wurden oder die politischen Entscheidungen, die dann getroffen wurden, die in Frage zu stellen. Sondern letztendlich ist das Datenmaterial, was wir aus dem Wirtschaftsministerium jetzt auch nach diesem Herausgeben der Akten oder der Öffentlichmachung wissen, in Kombination mit dem, was sonst auch an Analysen und Einschätzungen zum Zeitpunkt der betreffenden Entscheidungen existierte. Das ist eben geeignet, genau diese Entscheidung zu treffen, die wir letztendlich parlamentarisch auch getroffen haben und eben sie nicht zu hinterfragen. Deswegen verstehe ich nicht, wie man aus dieser Herausgabe und letztendlich in Offenlegung dann diese Konsequenz ziehen kann, da jetzt nun ein Politikum rauszustricken. Letztendlich war es ja dann tatsächlich so, dass die AKWs noch verlängert worden sind wegen der Energiekrise, wegen des Ukraine-Krieges, dass sie länger gelaufen sind. Aber letztendlich war es auch nicht auf Initiative der Grünen, sondern es war letztendlich das Machtwort des Kanzlers. Erwarten Sie denn jetzt, dass wir wieder eine Debatte darüber führen, dass in Deutschland die AKW wieder angeschmissen werden müssen, um halt die Energiesicherheit zu gewährleisten?
Nein, auf keinen Fall. Also die Debatte hat ja damals wie heute gezeigt, dass wir, um eben tatsächlich unsere Energieversorgung sicherzustellen, schnellstmöglich auf erneuerbare Energien umsteigen müssen. Und das heißt, sowohl die Erneuerbaren ausbauen müssen, als natürlich auch den systemischen Umstieg zu schaffen. Und wenn wir weiter auf Atomenergie setzen würden, selbst wenn wir es jetzt entscheiden würden, dann hätte man jetzt auch nicht für die nächsten Monate schon irgendeine Kilowattstunde mehr. Und man würde eben gerade diesen systemischen Umstieg nicht gewährleisten, weil Atomenergie nicht variabel, flexibel einsetzbar ist. Man kann sie zwar schon mal rauf und mal runter stellen, aber es ist nicht in der Sicherheitsarithmetik von Atomkraftwerksbetrieben vorgesehen, dass man sie flexibel zuschaltet in Kombination zu erneuerbaren Energien. Insofern ist es kein Rezept, auf Atomenergie zu setzen in Kombination mit erneuerbaren Energien. Und dass es die erneuerbaren Energien sein werden, das besagt schon, neben der Sicherheitsfrage, dass die erneuerbaren Energien schon heute die günstigste Form der Energiegewinnung sind. Alle Zahlen, die man heranziehen kann, sagen das ganz eindeutig, dass die Stromgestehungskosten aus Atomkraftwerken, und da muss man natürlich dann nicht nur den Marktpreis sich anschauen, nachdem schon überall subventioniert wurde und Versicherungsentlastungen von staatlicher Seite getroffen wurden, sondern man muss schon die Gesamtheit der Kosten nehmen. Und wenn man das in Vergleich setzt, dann haben wir tatsächlich die Erneuerbaren heute unschlagbar günstig, verlässlich. Das wird auch so günstig bleiben. Wir sind nicht abhängig von irgendwelchen Uranlieferungen aus Russland, zumeist. Haben die Risiken dann auch nicht, die mit der Atomenergienutzung verbunden sind. Und wir haben auch nicht eine Verschärfung der Entsorgungsfragen, die ja mit Atomenergie auch zusammenhängen. Und da haben wir ja bis heute keine physische Lösung gefunden. Eine rechtliche schon, aber keine physische Lösung. Insofern, das ist der Weg, der eingeschlagen wurde. Wir haben auch in den letzten Jahren einen enormen Zuwachs jetzt auf Grundlage der Entscheidungen der Ampelkoalition schon zu verzeichnen im Bereich erneuerbare Energien. Das wäre völlig rückwärtsgewandt und ökonomisch auch unsinnig, da nun einen Schritt zurückzugehen. Nina Scher, die energiepolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Frau Scher, ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen auch.